Moin zusammen, weiter geht's mit Jurassic World Evolution 2 und wir haben hier noch den nächsten Brachiosaurus rausgehauen und 6 Triceratops, wenn ich mich nicht verzählt habe. Nein, nicht 6, 5 auf jeden Fall. Edmontos haben wir, glaube ich, 4 oder auch 5 sogar rausgeschmissen, 3 Ceratosaurier, ein Brachiosaurus, der läuft hier unten gerade und läuft richtig gut. Fahrzeug gefährdet. Ja, ich warte jetzt, dass die Wissenschaftler hier aus der Pause sind. Dann holen wir uns noch einen Brachiosaurus. Und die Ceratos wollen mehr Wald haben. Ich war hier in der letzten Folge auch schon am Bauen. Also das Gehege irgendwie ein bisschen vergrößern. Aber mir geht er einfach nicht mehr. Und natürlich hier den Weg jetzt irgendwie noch so ein bisschen anpassen, aber Gehege an sich wird den, glaube ich, gerade ein bisschen zu klein. Wir können hier jetzt den Zaun nochmal wegnehmen. So, da haben die an der Stelle auch nochmal mehr Wald. Auch nicht. Wald 28%, ne? Ich glaube, dem wird allgemein das Gehege gerade ein bisschen eng hier. Wieder einer hier an Altersschwäche gestorben, einer von den Kleinen. Noch 2 Fälle von Tuberkulose. 3 sogar jetzt. Okay, synthetisieren. Brachio. Ein Quatsch. Doppio. 3, 2. Alles fertig. Geil. So, synthetisieren, Brachiosaurus, Wissenschaftler zuweisen. Und zwar billig, billig, billig. 191.000 nur. Da sind es nur noch 11 Dritter, ne? Ich, eine komplette Charge, gucken wir da oben noch mal rein. Da kommt Sognathus. Langlebig, ne? Ja. So, Wissenschaftler können wir auch so zuweisen. Ne, können wir nicht. 2, 4, 5, mehr geht nicht. Müssen wir doch warten. Transport hat begonnen. Wo ist noch einer tot? Oh, hier. Edmonto, auch an Altersschwäche. Produkt wird eingesammelt. Keine Tuberkulosefälle mehr. Sehr schön. Synthetisieren. So, bevor ich es vergesse, direkt die Kleinen hier. Billig, billig. So, Kleinvieh macht auch Mist. Auf geht's. Eier auswählen. Wieder nur eins leider. Wissenschaftler auswählen. 6, 8. Los. Ne, forschen. Jetzt sagen wir, forschen erstmal alle Dinos jetzt. Die Flugsaurier vielleicht noch nicht. Die Panzerten haben wir. Großen, ganz großen. Auch noch. Dann nehmen wir erstmal die da. 8. 9. Und los. Produkttransport. Egal. So, Parkbewertung. Gäste. 2400 vor. Oh, krass. Gäste sind eigentlich komplett voll. Müsste ich eigentlich mehr Hotels bauen, ne? Dass hier mehr Leute rankommen. Frage ist nun, wo? Hier hätten wir noch Platz für ein Hotel. Nicht. Einfach dahinter. Läden sind ja alle um die Ecke.
gewinnen. 70.000, 40.000, 60.000 und noch ein großes Hotel mit 1.000 Leuten. Bringt's. Aber da ist noch eine verärgert. Hier könnten wir tatsächlich Bereich und so weiter. Wald hat er. Freiraum 100%. Guck mal, da können wir auch noch mal Pause machen. Gäste. Großes Hotel. Gesperrt durch elektrischer Zaun. Naja. Und die Schiene geht da direkt lang. Na, okay. Nehmen wir da keinen Zaun weg. Bauen das Hotel einfach so hier draußen hin. Yes. Mehr Gäste, mehr Einnahmen. Kleines Hotel. Kleines Hotel. Können wir das dazwischen? Nein. Hier würden wir noch was hinkriegen. Zum Ausbrüten. Mal gucken, wenn hier so ein Eifer drin ist, von wegen, akzeptiert keine andere Spezies, dann würden die sich ja gerne mal mit den Ceratus anlegen, aber die vertragen sich schon. So, Einkommen 271.000, sehr, sehr schön. Ausgebrütet, 3 Minuten, das passt alles. Okay, Karte, dann können wir uns schon mal weiter umgucken. Ich wollte hier auf jeden Fall nochmal ein riesiges Pflanzenfressergehege machen mit einer kleinen Bucht in der Mitte mit Hotels und dann außenrum Pflanzenfresser. Ganz groß. Da kommen ja meine Becken hin. Oh oh. An das gesamte Personal. Bleiben Sie dort, bis der Sturm vorüber ist. Ach guck, die Sonne. Effekte, wie ich das hasse. Und immer wieder der Zaun in der Ecke, wo er dann sagt, er kommt da gar nicht ran. Direkte Steuerung. Rückwärts. Okay, abgeschlossen. Heil. Okay, alles wieder heil oder ist noch was kaputt? Ja, hat hingehauen tatsächlich. Schutzraum schließen. Keiner abgehauen. Ins Bankrott bin ich auch nicht gerutscht. Sehr, sehr cool. Warte. Ich wollte jetzt bauen. Können wir Wassersaurier reinsetzen? Ich weiß nicht, wie groß die das haben.
Ein Saurier kann freigelassen werden. Ah, hier. Ich würde sagen, wir lassen zuerst den Großen frei. Das geht deutlich schneller als diese ganze Helitransport. Pflanzenfaser am Boden. Blätterboden. Ja, das kann man hier auch noch erweitern, so ein bisschen zumindest. So, hoch ran. So, Tor. Bewegen. Jetzt, guck mal. Dort ran. Wege noch mal ein bisschen erweitert für die Jungs. Nächster Brachiosaurus raus. Der Wald, ja. So, der begibt sich gleich auf seine große Fußreise. Die bringen wir per Airlift hier oben beim T-Rex mit unter. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Sammle Produkt ein. Sehr fein. Gut, der eine ist raus, ne? Synthetisieren. Ja, ich müsste eigentlich nochmal Eddies raushauen. Ein paar. Wissenschaftler zuweisen. Welche Synthese, der ist schon wieder verärgert worden. Mann, geht aber auch schnell. So. Verärgert, ausruhen. Nee, das war Schutzraum. Da, Personalzentrum, da wollte ich einmal rein. Zwei Upgrades. Denkt die Ruhe- und Trainingskosten von Wissenschaftlern um 10%. Verkürzt die Ruhe. Ja, guck mal hier. Ruhe- und Trainingskosten reduzieren. Da hatte ich, glaube ich, auch irgendwo, genau, Personalzentrum. Produkt wird transportiert. Rechnet sich auf jeden Fall langfristig. Fossilienausbeute 50%, sehr geil. Personalzentrum 2 bleibt. Großes Kraftwerk, kleines Kraftwerk. Jupiter Output. Da ist auch noch ein kleines Kraftwerk, erhöhter Output. Großes Kraftwerk, erhöhter Output. Da auch, ne? Okay. Sehr gut. Produkt unterwegs. Alles zufrieden hier, ne? Alles zufrieden. Ist zufrieden. Zufrieden, zufrieden. Ja, cool. Sehr, sehr gut. Boah, das Tor können wir langsam mal wieder zumachen. Den geht's auch wunderbar. Nüsse, Baum 50%. Das reicht. Wenn wir hier am Rand noch mal ein bisschen was hinsetzen. Produkttransport im Gange. Okay, Karte. Zustellung abgeschlossen. Da ist das Raptorengehege.
Hatte ich schon das nächste große Pflanzenfressergehege vor, hier auf der Seite. Tut ja eigentlich nicht weh, ne? Ich kann ja schon mal den Zaun bauen. Produkt wurde eingesammelt. Produkt wurde zugestellt. Transport im Gange. Ja, irgendwas klemmt da außerhalb des Baubereichs, obwohl ja der Bereich noch angezeigt wird. Machen wir das mal doch ein bisschen kantiger hier alles. Transport abgeschlossen. Zustellung wurde abgeschlossen. So, die Kleinen fliegen da alle rüber. Produkttransport. Außerhalb des Baubereichs. Warum auch immer. Dann nehmen wir die Ecke da weg. Warte, na? So, komm mal, machen wir hier unten noch den Zipfel rein, oder? Ja, da könnte ich die Schleuse im Prinzip machen, ne? Noch so ein Hammond Center. Produkt unterwegs. Hier hin. Dann geht eine Schleuse hier oben hoch. Und die andere nach links weg. Bestätige Produktzustellung. So, Trotosaurier wäre ja schon wieder ein Triceratops. Abholung des Produkts unterwegs. Okay, pass auf, dann machen wir nochmal hier. Weisen. Billig, billig. Los. Wenn die durch sind, dann nochmal eine Reihe Triceratops. Und die sind wieder auf Spur. Nehmen wir auch nochmal eben mit. Region. Abflug. So. Nein, nicht Verwaltungsansicht. Karte wollte ich haben. Wenn wir jetzt von hier aus anhand der einen Schienenbahn, da ist ja erst eine Station, da eine Station machen. Oder Hotel, Hotel, Station in die Mitte. Transport beendet. Produkttransport im Gange. Ja, dann wird das Gehege wieder zu klein für die. Die brauchen Platz. Hier will ich Wald hinmachen, das Stück. Dann ziehen wir das alles ein bisschen bis dort ungefähr. Da wollte ich noch ein Hammond Center reinsetzen mit einer Schleuse in das Gehege. Produkt wurde
hier hoch. Gäste zum Hotel. 2, 3. Aber muss das noch ein bisschen weiter rüber. Oh, mal gucken, dann machen wir da irgendwie noch so eine Besucherterrasse ran. Und Anschluss, ne? Mal gucken. Warte. Weiß nicht, ob das nicht zu klein wird hier schon. Wenn man überlegt, was da für ein Riesenklopper rein soll, dieser Dreadnought oder wie der heißt. Der ist ziemlich groß. Nicht verbunden. Ja, ich weiß. Hat den nochmal weg, den Zaun. Oh, extra breiter Weg. Mittlerer. Soundeffekt. Einsam. What? Warte mal. So, nein, nicht konfigurieren. Da, Schutzraum auf. So ist der einsam. Ranger Team. Reparieren. Einfangteam. Eier auswählen. 1, 2, 3. Na? Ja, fein. Saurier synthetisieren. Ja. Wissenschaftler zuweisen. Billig, billig. Plus 1. Auch los. Eier auswählen. Alles auswählen. Wissenschaftler zuweisen. 5 und los. Wo ist der einsam da unten? Oh oh. Na großer, wirst müde? Jawohl. Zwei sitzen. Dritte sitzt gleich Penta. Der vierte sitzt. Kurzraum wieder auf.
Mach doch kein Mist hier. Wie was? Kehrt zurück. Nix da. Muss man mich fertig mit heil machen. Jetzt kannst du. Gut, hier hinten haben wir keinen Saft mehr. Vielleicht das umspannt wäre. Ich guck mal, kann hier eins zwischen irgendwie. Passt das noch? Nee. Ja, aber. Transport hat begonnen. Traktion. So, Türmchen. Da passt keiner zwischen, so, ne? Hier wird das gut sich anbieten. Zustellung abgeschlossen. So, ein Beobachtungsturm. Ja, Pass. Erstmal. Ach nee, Quatsch, da sollte ja Gehege Hammond Center rein. Brutstätte. Ich weiß gar nicht, ob das laufende Betriebskosten hat, auch wenn es aus ist. Finden wir dann schon raus. So, Saure kann freigelassen werden. Da müssen wir einmal ran. Kreuzung und dann kommen da Restaurants hin. So. In diesem Bereich hier, ne? Dorthin. Dorthin. Hier vor. Damit bei. Hier runter. Den eng ran. So, dann ist der auch verbunden. Fein. Gut, Eier auswählen. Passt. 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 Nee, passt nicht. Passt. 1,4 Millionen. Und die Eddies freilassen. Okay, da muss ich aufmachen. Jetzt verhungern die mir gleich unterwegs. So, 240.000 haben wir jetzt zusammen, ne? In der Minute. Das Gehege müssen wir einmal klar machen. Und da kommt Wald rein. In die Ecke nicht ersetzen. So, bis dort. Gehege, da kommt ein Tor rein. Kommt da auch noch mehr Wald rein.
Posten und da muss ich mal gucken. Die Wege. Ranger-Posten. Hier ein. Da muss ich drei, ne? Reicht besser. Bei Ranger-Posten da drin. Warte. Ja, so lassen wir das erstmal. Gut, Gäste. Gäste, Schutzraum. Gäste. Große Einrichtung. Guck mal. Dazwischen? Nee. Bento Sushi. Ja, warum nicht? Eisdiele will ich da haben. Wasserspiel, Skelettausstellung. Was? So, große Einrichtung, Getränke. Wasserflaschen. Payment. Und der Klassiker Wasserspiel. Erste große Einrichtung. Shopping. Tränke geht bis an die Hotels rechts ran, ne? Sehr gut. So, Bücher haben wir irgendwie schon. Schmuck hatte ich, glaube ich, auch irgendwo. Schlüsselringe. Souvenirladen. Billettausstellung. Tina. Habe Bestellung. Ja doch, lassen wir mal drin. Cool, nein, nein, nein. Auch Infotainment. So, da fahren wir minus ein jetzt. Immer noch 220.000 plus. Ja, auswählen hatte ich schon, naja. Karte, guck mal, das passt eigentlich auch soweit. 11, 14, 7, 5, 37. Okay, cool, wunderbar. Haltestelle könnte ich hier noch mal ransetzen. Ja, guck mal hier. Ist Traktion Seilbahn. Ja, das von hier aus. Darüber? Ja, ne? Tatsache. Wieso niedrige Gesundheit? Nahrung hat er keine, okay. Gehege. Oder Station. Oh Mist, ich habe kein Kraftwerk mehr, ne? Das ist eine halbe Million. Okay, hier auf die Seite. Dort mit ran.
Gut, Attraktion. Seilbahn finde ich irgendwie ganz cool. Hier aus, hier oben hoch. Ne, geht nicht wegen der Einschienenbahn, ne? Okay. Ah, dann reißt das mal wieder weg hier. Noch 58.000. Niedrige Gesundheit. Ja, jetzt sind schon wieder. Ranger Wagen 2. So, macht einfach keine Statusüberprüfung, obwohl er es eigentlich machen sollte. Ein Quatsch. Gerade zufügen. Ach, nicht genug Treibstoff. Auffüllen. Dann ist natürlich klar, ne? Wenn wir keinen Treibstoff haben, kommen sie da auch nicht hin. So, auffüllen. Okay, klasse. Er hat dort keinen Strom, weil verstärktes Umspannwerk nicht in Reichweite ist. Versorgt ihn nicht. Ne? Okay. Aber so. Okay, cool. Ah, die meisten machen Plus. Haben sich verschlechtert, Gewinn pro Minute nur noch 170.000. Ich wollte auch eigentlich nur kurz sparen, bis ich die Geceratops hier rausschmeißen kann. So, auch nochmal 1,4 Millionen. Müssten wir allerdings gleich wieder zusammen haben. Dann gucken wir mal, ob die sich hier wohlfühlen. Wie ist das so von der Eindruck? Doch kleiner als das da oben, ne? Schauen wir mal. Werden sich schon wohlfühlen. Die beliebteste tatsächlich kürzlich Anziehungskraftänderung Mososaurus. Nicht sichtbar. Da, Saurier Sichtbarkeit. Es sind eigentlich alle sichtbar. Ja, mitunter hier ganz hinten nicht. Wenn die Einschienenbahn hier gerade nicht lang fährt, aber dann haben die halt auch mal ein bisschen Ruhe, ne? Genauso wie der Raptor hier hinten. Halt auch mal ein bisschen Ruhe. Okay, aber das neue Gehege gefällt mir bis jetzt auf den ersten Blick eigentlich ganz gut. Da können wir noch mal ein bisschen Wasser reinsetzen. Da haben sie dann ein größeres Wasserloch. Und hier dann ein bisschen kleineres. So, passt aber auch. So, das Gehege können wir dann später auch hier nochmal ganz lang basteln und hier ganz runter basteln. Oder hier oben am Weg dann lang. Bisschen vergrößert kriegen wir es auf jeden Fall noch.
588.000. Ja, klasse. Passt. Das ist 1,4 Millionen. Ja. 6 und los. Da. Gut, da kommen immer mehr Dinger zu. Geld alle. Da müssen wir in den nächsten ein, zwei Missionen auch nochmal gucken. Erforsche in Dominus Rex. Dominus Rex. Ich weiß nicht, ob ich hier einen reinsetze, wenn der sich mit den Raptoren versteht. Pechbeißer alle tot und. Wie viel passen in den Park? 2500. Was stand da nicht bei? Bietet Platz für 1000 Gäste. Bietet Platz für 400 Gäste. Besucherandrang. Die Wege sind nicht überfüllt. Okay, da oben sind sie ein bisschen überfüllt. Da war auch ein kleiner Weg. Passt das schon wieder? Supi, raus damit. Stand 15. Elf. 11, 14, 6, 5. Also jetzt sagte hier Bestand 15. Guck mal, Bestand 3. Ja, 4. Brachiosaurus, der ein bisschen wenig Wald. Und Nussbäumchen. So, Nussbäume. Wald. Wald verbinden wir tatsächlich mal. 31%. Ja, hier hinten am Rand habt ihr eigentlich auch noch. Pflanzenfaser am Boden ist nicht mehr ganz so viel. Kontos. Pflanzenfaser Boden, ja, die haben genug hier oben. Monto. Pflanzenfaser. Ich glaube, die haben auch nicht so großen Hunger wie die Triceratops, ne? So, und die Gallimimus. Blätter Boden, der hat genug. Wollen wir da noch mehr hier oben? Das passt. Und Dinger könnte man hier auch noch mal das Gehege so ein bisschen erweitern. Hier rum ums Hotel. Was kostet noch mal so ein T-Rex? Dann können wir schon mal gucken. Wissenschaftler zuweisen, dass wir da einen zweiten 500.000 L. Gucken wir mal, ob wir das Gelege auch noch kriegen. 3 Minuten. Träge Gesundheit. Die sind vom Surknatus, die sind außerhalb. Warum sind die Kleinen außerhalb? Sind die durch den Zaun geschlüpft? Die sind nämlich sehr, sehr klein.
Ich habe hier irgendwie noch ein Einfangteam, ne? Einfangteam 2. Ich unterstütze hier mal bei der Jagd. Oder schlafen die schon? Alternativ verrecken die mir da draußen. Also wird das doch nichts. Komm mal her hier. Sieht überhaupt nicht richtig. Altersschwäche gestorben. Produkt muss eingesammelt werden. Synthetisieren. Hier kommt Sugnatus. Wenn ich genug Leute für. Ja, auswählen. Wenn Alpha fürs ganze Territorium. Mag keine Spezies, bedroht alle. 1,9 Millionen. Ja, auswählen, ne? Mag keine andere Spezies und bedroht alle. Produkttransport wird durchgeführt. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Schade eigentlich mit dem T-Rex. Ich glaube, den muss ich mal gucken, ob ich den schlüpfen lasse. Und der hier alles totbeißt von den Kleinen. Teuer sind die nicht und dann wäre mal ein bisschen Action im Parken. Ich glaube, das machen wir. Produkt muss eingesammelt werden. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Okay, auf jeden Fall brauche ich da noch mal einen ganzen Schwung drauf. Neu von den Kleinen. Produkt in der Luft. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. So, wo ist noch einer tot? Anfrage zur Produktabholung erhalten. Gut, der ist weg. An den T-Rex lassen wir nochmal eben schlüpfen. Eier auswählen. Yes, Wissenschaftler auswählen. Ärgert, ne? Zehn Minuten. Hat sich ein bisschen verschlechtert alles. Okay, ich mache hier eine kleine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß weiterhin. Bis bald. Und ciao.